Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, beziehungsweise in diesem Video, wird es auf jeden Fall motorsportlastig. Und zwar, wir fahren das erste Mal in meinem Leben zum 24-Stunden-Rennen, Nordschleife. Die letzten Jahre habe ich mich immer so geärgert an dem Tag, wo das Rennen losging, Samstag, war jedes Mal die Startaufstellung so voll mit Leuten und ich habe so viel auf Instagram gesehen, selbst letztes Jahr während des Corona-Jahres, dass ich dieses Jahr gesagt habe, wir müssen dahin. Jetzt kommt auch noch dazu Salem, H&R. Fährt dort auch mit, beziehungsweise Salem fährt nicht, sondern Marcel aus der Werkstatt, war auch schon mal ein paar Videos dabei, fährt tatsächlich bei Mühlener Motorsport, weil H&R hat nämlich einen 992 Cup Porsche, der unter Mühlener Motorsport 24 Stunden mitfährt. Und deswegen fahren wir heute dorthin und gucken uns das Ganze an. Vorher ist es allerdings noch einmal an der Zeit, euch meinen Partner Schub vorzustellen. Wir haben ja schon die eine oder andere Integration hinter uns. Und Schub wächst immer weiter, mittlerweile über 1 Million Nutzer. Eins der größten Cashback-Portale und es ist wirklich unglaublich, was ihr mittlerweile auf dieser App alles kaufen könnt. Beziehungsweise diese App leitet euch ja nur dann zu einem anderen Shop weiter und dort bestellt ihr ganz normal und kriegt dann rückwirkend euren Cashback. Wir gehen aber mal einfach rein, gucken mal bei Schub, weil es steht ja Urlaub an und hätte ich niemals gedacht, ihr könnt tatsächlich sowohl Hotels als auch Flüge als auch Ferienwohnungen bei Schub buchen. So, jetzt gehen wir einfach mal auf Kategorien, dann auf Haus und Technik, Internet, nein, Reisen, Flüge. Und schon sehen wir hier sowohl Expedia, 6% Cashback, ist nicht wenig Geld bei Flügen, wenn man eh bucht, als auch Booking, 4% Cashback. Habe ich mich richtig geärgert, dass ich das tatsächlich jetzt erst gesehen habe, weil wir sind wirklich viel unterwegs und ich bin so ein Booking-Nerd. Egal, wo wir hinfahren, ich buche leider auch in letzter Sekunde, einfach Booking auf, bumm, anklicken, Übernachtung und zack, ist das eingebucht. Die App kostet gar nichts, probiert es einfach aus, gibt einfach nur Geld zurück und das schon ab dem ersten Euro. Mich hat tatsächlich einer angeschrieben, nach jeder Integration steigert sich das. Jetzt hat mich einer angeschrieben, der schon über 3.800 Euro aus dieser App rausgezogen. Finde ich krass. Ist nicht wenig. Ist auf jeden Fall viel Geld. Ich kaufe jetzt allerdings noch eine Sache. Letzten Vlog-Video habt ihr es auch gesehen. Mit dem Objektiv muss ich gefühlt immer die Kamera hier halten. Ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal ein Objektiv, was ein bisschen weitwinkliger ist, dass ich die Kamera eher so halten kann. Das gönne ich mir jetzt auf Saturn. Und da gibt es natürlich auch, jetzt gucke ich mal, Saturn. Was gibt es bei Saturn aktuell? Das ändert sich nämlich immer. Saturn gibt es tatsächlich auch 2% Cashback. Das Objektiv kostet, wir gehen mal rein, Cashback aktivieren. So, jetzt werden wir auf Saturn weitergeleitet. Sony SEL 1018. Listenpreis 899 Euro. Ich habe Glück, jetzt gerade zur Sekunde 669 Euro. Ist es mir allerdings wert, obwohl es viel Geld ist, dass wirklich mein Arm nicht so lang wird. Und ihr werdet das im Laufe des Videos sehen. Es ist wirklich von Vorteil, wenn ich mit Salem unterwegs bin. Es wird relativ voll sein. Das heißt, es ist besser, wenn die Kamera ein bisschen ran ist. So, das heißt aber in dem Fall 669 Euro. Den Cashback kriegt man mal auf den Nettobetrag. Das heißt aber in dem Fall sind es immer noch über 10 Euro, die es einfach saftig zurück aufs Konto gibt. Kann man sich auszahlen lassen und es losgeht. Ich bestelle das Objektiv und dann sehen wir uns gleich an der Nordschleife. Jawohl. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Willkommen an der Nordschleife. War noch nie hier. Erstes Mal. Ehrlich? Also beim 24-Stunden-Rennen. Achso. Das heißt, welcher Teil jetzt hiervon ist jetzt, das da hinten ist gerade die eigentliche Nordschleife? Da, wo du mit dem Finger drauf zeigst, die Absperrung, da fahren sie dann später so auf die Nordschleife auf. Aber das heißt, da, wo jetzt diese Bande ist mit den M-Zeichen dran, ist Touri-Fahrten, würde man da langfahren? Ja. Geil. Ich bin ja bis heute keine einzige Runde gefahren. Das machen wir noch. Ganz geil mit dem neuen Objektiv, ne? Ja. Vor allem, ich halte jetzt hier ganz entspannt die Kamera so am Arm und richtig, richtig Luft hier. Ja, aber echt Glück mit dem Wetter. Okay, das heißt, wir sind hier bei euch auf dem Hotelzimmer. Ja. Und können diesen Ausblick genießen. Ist mal geil, ne? Ja. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Wir werden in die Box gehen. Erstmal frühstücken. Erstmal frühstücken, ja. Dann gehen wir ins Fahrerlager rüber. Werden den gesamten Bereich mal so überblicken. Dann werden wir ins Fahrerlager gehen. Ich werde dich mitnehmen zur Box 16, unser Mühlener Motorsport-Rennteam, die den GT3 Cup einsetzen. Dann werden wir da ein bisschen filmen, können auch das Auto mal zeigen, auch mal so, weil es wirklich extrem Rennsport ist, das, was die Leute sonst halt nur aus dem TV kennen oder aus dem Livestream. Können wir da mal direkt, können auch mal mit dem Chefmechaniker, mit dem Jason mal kurz quatschen, das habe ich schon eingeleitet, der wird gerne Fragen beantworten, Technik zum Auto und alles. Dann siehst du das gesamte Geschehen mal auch aus der Box. Dann können wir auch mal an den Zaun direkt ran, werden dann idealerweise, weil von hier sehen wir viel, hier wieder hochrennen, nachdem wir durch die Startaufstellung gelaufen sind, weil dann siehst du wirklich, wie die Autos losfahren. Hier an der Grand Prix-Strecke entlang, fahren auf die Nordschleife auf und kommen über die Döttinger Höhe wieder hier angeschossen. Dann ballern hier halt, keine Ahnung, 100 Autos und mehr, ziehen dann hier in einem durch. Das wird ein geiles Bild. Also jetzt ist es halt 9, Start ist 16 Uhr, 16:30 Uhr? 16 Uhr und ja.
Aber jetzt erstmal einmal schnell frühstücken, ne? Ja. Weil noch sieht das hier ziemlich ruhig aus, die schlafen alle. Ne? Ja, die sind schon, die Teams sind schon wahrscheinlich echt gut im Stress wegen Vorbereitung, aber ich sag mal so, in der Stunde zwei ist hier richtig Action. Alles klar, bis gleich. Da hast du noch was vor heute? Ich brauche Energie für den Tag. Junge! Wobei, ich hatte auch schon lange nicht mehr Frikadellen zum Frühstück. Aber es sah so lecker hier aus. Ah, und hier ist direkt die Rennstrecke. Fahren, glaube ich, auch gerade hier die Tourenwagenlegende, ne? Ist das Tourenwagenlegende oder was? Nee, das ist Klassik. 24 Stunden Klassik. Also die alten Autos. Geil. Akustik. Erzähl im Box 16, erzähl mal hier. Ja, also hier ist die 16er Box, wo Startnummer 131, unser GT3 Cup eingesetzt wird von Müllner Motorsport. Das Team erwartet uns schon und kann auch ein paar Fragen beantworten. Dann können wir uns das Auto mal angucken, kannst du dich mal reinsetzen. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass das euer Auto ist. War das korrekt? Ja. Das heißt aber, das fährt aber unter Müllner Motorsport. Ja genau, Müllner Motorsport ist quasi das Team, was das Auto einsetzt, betreut und alles richtig. Der Marcel, den man ja auch kennt, ja, aus dem einen oder anderen Video, fährt auch sogar. Der Marcel fährt, ja. Marcel fährt auch Langstreckenpokal, also die ehemalige VLN nennt sich das ja. Da setzen die das Auto hauptsächlich ein und jetzt ja an der 24 Stunden auch pilotiert Marcel das Auto. Okay, let's go. Jo. Das ist ein geiler Typ. Philipp, das ist der Kies, ne? Ja. Ja, Alter. Hi. Ja, Jason hier ist unser Chefmechaniker, der kennt quasi jede Schraube von dem Auto. Ich bin auch derjenige, der das Auto vorbereitet in unserer Werkstatt. Dementsprechend, ja, kenne ich das Auto eigentlich wie meine Westentasche und kann ja ziemlich alles dazu sagen. Erstmal, wir fangen mal an. Auto ist 9 und 2 Cup. Genau. GT3 Cup. GT3 Cup. Das heißt, ohne Straßenzulassung, reines Rennauto? Reines Rennauto. Gibt es aber so ab Werk von Porsche, kriegt man einfach und ballert mit los und hat Spaß? Ja, da hängt schon natürlich ein bisschen noch was dazu. Mhm. Wir haben jetzt da das Langstreckenpaket drauf und zusätzlich jetzt noch ein, zwei Systeme fürs 24-Stunden-Rennen. Wir fahren in die Zusatzbeleuchtung und haben ja, eben unsere persönlichen Einstellungen darauf getroffen. Natürlich viel Aufwand, sag ich mal, so ein Auto zu betreiben. Das ist jetzt nicht reinsetzen und fahren, sondern da braucht man schon auch die Leute dahinter. Langstreckenpaket heißt größerer Tank oder was wird da gemacht? Das heißt, wir haben den 110 Liter Tank drin, wir haben ein Trinksystem drin, wir haben ja unser Funkgerät eingebaut, dass wir eben auch mit dem Auto kommunizieren können. Und das ist es aber auch schon fast. Also das ist hauptsächlich, sag ich mal, um den Fahrer das Leben angenehmer. Aber sonst so vom Motor her, ist das ein normaler GT3 Motor? Nee. Der ist ein bisschen angepasst, aber sonst ist das tatsächlich, also der kommt so ab Werk. Leistung? Der Motor aus dem Straßen-GT3? Fragst du mich mal. Du musst den Menschen von Porsche fragen. Der hat jetzt wie viel Leistung? Circa 510. Ja, doch, kommt hin. Bist du eigentlich, ne? Ja, ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der wahrscheinlich sogar noch irgendwo einen Restriktor oder so drin hat, dass der wahrscheinlich eigentlich sogar noch mehr Leistung haben könnte. Nee, tatsächlich fahren wir offen. Offen, alles was geht. Ja. Sympathisch. Ja, aber viel mit Schrauben ist ja auch nicht, oder? Wie ist das bei so einem Auto, wenn hier ein Motor kaputt geht heute? Wenn hier ein Motor kaputt geht, hoffen wir, dass die Leute von Porsche einen Ersatzmotor dabei haben. So ein Motor ist in der Werkstatt ausgebaut auf 1,5 Stunden. Mhm. Eingebaut auch wieder 1,5 Stunden, also theoretisch. Jetzt an mehrere Leute sollten wir nach 2 Stunden wieder fahrbereit sein. Was ist deine letzte Hose mit Zählen? Ja, man muss aber an dieser Stelle eine Sache erwähnen. Im Qualifying 1 ist das Auto ja in den Reifenstapel gerutscht. Als Audi-Werksfahrer auch eine Überraschung. Ja, du weißt ja, wie es ist. Wir haben da so ein paar Verbindungen, ne? Phoenix und Co. Und ja, er hatte keinen Drive und haben uns den geschnappt. Gute Wahl. Zurück zu euch.
Ja, Patrick, danke. Die 131 haben... Und man muss wirklich die Jungs hier nochmal loben. Die haben den Hammer, hat 4,5 Stunden. Also zeigt ihnen das gleich mal. Man sieht noch so ein paar Blessuren. In 4,5 Stunden das gesamte Auto neu aufgebaut. Also da waren Spurstangen abgerissen, Stoßstangen vorne, hinten total im Arsch, Carbontür im Arsch und alles. Und das wurde alles radikal repariert. Haube, Scheinwerfer, war alles kaputt. 4,5 Stunden später ist das Auto das nächste Qualifying wieder mitgefahren. Wie macht ihr das hier mit Vermessen vor Ort? Habt ihr kompletten Achsstand so alles vermessen mit? Wir haben hier einmal einen kompletten Achsstand stehen, eben mit einer Messbühne, die wir dann eben unter die Räder stellen. Hier drunter sind dann die Stangen. Wir machen das alles noch per Schnur. Mhm. Also jetzt nicht per Laser oder wie man es aus den normalen Werkstätten kennt, sondern wirklich noch alles manuell. Das sind absolute Werte. Das ist nicht verfälscht durch irgendwelche Laser, sondern wirklich, das sind Fakten. Gibt es Fahrer, die das so merken? Also die sagen, nee, sie hätten es lieber anders vermessen? Oder ist das so gut, dass normalerweise sich die Fahrer reinsetzen und sagen, geil? Im Allgemeinen, ja, anfangs mit dem Auto kommt immer die Tendenz, ja, okay, wir haben Übersteuern, wir haben Untersteuern. Dementsprechend verändern wir dann eben die Fahrwerkseinstellungen und passen das Ganze ein bisschen an, dass die Fahrer sich, ich sag mal, wohlfühlen. Aber ein Auto, in dem man sich zu wohl fühlt, ist nie schnell. Ja. Jetzt haben wir ja in dem Fall 4 Fahrer gleichzeitig. Ja. Verstellt ihr während des Rennens was oder ist das ein Kompromiss für alle 4 Fahrer? Das ist ein Kompromiss für alle 4 Fahrer. Falls es jetzt mal wirklich anfangen sollte zu regnen ohne Ende und die merken, okay, es wird, das Auto ist einfach zu hart für die aktuellen Bedingungen, werden wir eventuell jetzt Stabis auf weich setzen oder sonst was. Aber sonst nichts. Elektronisch verstellbar verboten, darf man gar nicht, ne? Nein. Aber ich will noch einmal hier auf den Motor zurück. Angenommen, der würde jetzt aber kaputt gehen. Gibt es auch sowas hier eine Garantie, weil das so Porsche Cup mäßig unterwegs ist? Oder ist Rennsport gleich Rennsport, auch wenn das Ding eigentlich neu ist? Rennsport gleich Rennsport. Also, ja, oft, wenn sowas kaputt geht, muss man ein bisschen dazu sagen, die Porsche-Teile sind sehr zuverlässig. Da geht selten was kaputt und wenn was kaputt geht, ja gut, dann ist es oft leider Gottes auch ein Fahrerfehler. Mhm. Kann so ein Motor eine Saison durchfahren oder muss der mal revidiert werden? Der hat eine Laufzeit von 100 Stunden. Der aktuelle muss dann da einmal bei Porsche revidiert werden und ist danach wieder good to go. Was ist so die 24-Stunden-Rennen, so das Schwierigste für euch als Team? Also was ist die größte Herausforderung? Das Schwierige für uns ist, jederzeit einen perfekten Job zu machen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Da sitzt noch immer ein Mensch in dem Auto. Also wir dürfen da nicht mal, ach scheiße, ja komm, lass mal so weiterfahren. Das geht überhaupt nicht. Sicherheit steht an oberster Stelle, das Ganze schnell und auf die Dauer machen, das ist das Harte. Wie lange seid ihr schon beim 24-Stunden-Rennen? Das ist das 26. 24-Stunden-Rennen am Nürburgring für Mühner Motorsport und von den 24, ich glaube, wir haben das 49. insgesamt. Immer mit Porsche oder auch andere Autos? Damals auch mit anderen Autos, aber seit 2004, glaube ich, setzt Mühner Motorsport die Porsche-Zeit. Kann man sagen, dass man auf so ein Porsche an Erfahrung sammelt? Also angenommen, es kommt jetzt nächstes Jahr ein neuer Cup Porsche raus, dass ihr relativ schnell auf dem wieder vorne mit dabei seid, aus Erfahrung? Das ja. Wir sind natürlich, also ein Porsche bleibt ein Porsche, glücklicherweise. Es kommen immer 1-2 kleine Updates dazu, wie jetzt die Hinterachse von dem 992 sehr nah am 991.2. Das ist sehr ähnlich aufgebaut. Die Vorderachse hier ist jetzt eine Doppelecker-Vorderachse, also wir haben oben das Dreieck, unten das Dreieck. Dadurch, die ist ein bisschen neu, ist aber bedeutend besser als die alte. Und damit sind wir eigentlich schon, sag ich mal, ja, das Auto ist insgesamt viel elektronischer als das alte. Wie viel schneller ist der 992 als der 991 vorher? Kann man das so sagen? Ich mache keine Zeiten ab. Nein, aber ich sag mal, auf der Grand Prix-Strecke jetzt, da kann man es vielleicht ein bisschen besser sagen, reden wir da eher so von Zehntel oder von Sekunden? Das geht in die Richtung Sekunden. Echt? Ja. Also krass. Das Auto ist viel schneller. Das Feedback von den Fahrern ist sehr positiv, dass das Auto sich sehr gut fahren lässt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Auto. Getriebe ist hier das ganz normale Porsche-Getriebe drin oder ist das irgendein Renngetriebe? Das ist ein Renngetriebe. Das ist elektronisch geschaltet. Die alten waren immer ja, über Luft geschaltet mit einem zusätzlichen Kompressor und dann eben über einen Schaltmechanismus. Hier ist das alles elektronisch geregelt. Ja. Hält das auch 100 Stunden oder muss das öfter raus? Das hat aktuell eine Laufzeit von 60 Stunden. Ja gut, wir machen zwischendurch immer mal einen Ölwechsel, wie jetzt, da ist frisches Öl drin für 24-Stunden-Rennen. Das kostet nicht viel, das kann man immer mal machen. Dementsprechend müssen wir da gucken, dass wir ja, das trotzdem gut unterhalten. Was wiegt so ein Auto ungefähr? Also ihr werdet es ja ziemlich genau wissen wahrscheinlich. Wir haben hier ein Mindestgewicht von 1300 Kilo und wir sind eben leicht drüber. Ah, Mindestgewicht 1300, okay. Das Auto hat leider nur einen Nachteil, muss man sagen. Wirklich Nachteil. Der alte 991 war lauter. Okay.
Die sind wirklich so leise, dass das Getriebe lauter als der Motor ist. Ist hier, wie ist das so mit Cut und OBF und so? Ist das hier alles drin, ne? Wir haben hier Cuts links, rechts drin. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch in Richtung Abgasanlage eine leise Abgasanlage drin, gerade für die Nordschleife, weil wir hier besondere Lautstärkebedingungen haben. Es gibt natürlich für den Super Cup oder für den Carrera Cup jetzt eine offene Auspuffanlage oder eben, ich sag mal, die ganz normale Cup-Auspuffanlage, welche dann eben mit dem Auto auch mitgeliefert werden. Wir haben jetzt das Langstreckenauto gekauft, haben dann in einem Karton den Auspuff zusätzlich bekommen. Dass, falls wir jetzt auf einer anderen Rennstrecke unterwegs sind, können wir den Auspuff wechseln. Letzte Frage, was muss während des 24-Stunden-Rennens, wenn kein Unfall passiert, alles getauscht werden? Und wie oft? Wir müssen hauptsächlich Öl nachkippen und die Bremsen ersetzen. Mhm. Sonst läuft das Auto ziemlich und Reifen. Ja, und Reifen, logischerweise. Ah, ist aber echt bei so einem Motor so, dass der trotzdem Öl verbraucht, dass man was reinkippen muss? Minimal, ja. Also wir werden circa 4-6 Stunden, also der Motor läuft circa 4-6 Stunden, dann werden wir Öl nachkippen müssen. Und dann so ein Liter oder eher 3 Liter oder einen halben Liter? Nee, halber Liter bis Liter. Mhm. Und Bremse, wie lange hält die? Die Bremse werden wir jetzt sehen, müssen wir ein bisschen, ja, verbrauchsbedingt, ist auch Fahrweisen abhängig. Sag mal nochmal. Keine Ahnung. Ist natürlich auch Fahrweisen abhängig, Regen, Trocken abhängig. Ja, der Hoppe ist schwerer, der wird mehr Bremse verbrauchen, ne? Aber wobei der Hoppe ist einer, der geht, glaube ich, schwer auf der Bremse. Der Hoppe sagt, wer bremst, verliert. Aber dann immer nur Klötze oder Scheiben mit Klötze, immer komplett? Wir werden wahrscheinlich zuerst Klötze wechseln und danach einmal Scheiben mit Klötze. Ich find, das heißt, so mit Topf oder nur die Reibringe? Mit komplett. Topf. Dauert so zu lange wahrscheinlich. Ja. Ne? Was ich immer Wahnsinn finde, ist, jeder kennt es ja, der selber mal so eine Bremse wechselt. Man würde sich ja niemals trauen, direkt aus der Box Vollgas wieder loshämmern, ne? Und hier geht halt nur so, ne? Da wird nichts eingebremst und gar nichts, neue Klötze drauf und gib ihm, ne? Wir haben jetzt im Voraus Bremsen angefahren, dass eben das Ganze angefahren ist, das ist ein Kit. Also die Beläge und die Scheiben sind schon aufeinander abgestimmt. Ah, okay. Dementsprechend werden wir das Komplett-Kit tauschen, das kommt dann einmal drauf. Und wenn ihr aber nur Beläge tauscht? Wenn wir nur Beläge tauschen, ich sag mal, das hat ja alles eine Form, die Beläge sind angefahren, die sind auch, sag ich mal, vorgeheizt und ja, verdichtet. Und dementsprechend geht das dann auch nach 1-2 Kurven. Und wir sagen den Fahrern ja auch in dem Moment, wo neue Beläge drin sind, sagen wir dem Fahrer auch, oh, du hast neue Beläge drin, 1-2 Kurven ruhig und danach Vollgas. Darf man hier dauerhaft funken? Das geht aber? Funken dürfen wir dauerhaft. In dieser Klasse haben wir keine Erlaubnis, quasi eine Datenübertragung aus dem Auto zu machen. Aber Funkkontakt ist permanent. Und das ist die größte Klasse, GT3-Klasse? Das ist nicht die größte Klasse, das ist die Cup 2 Klasse von Porsche. Das ist quasi die Trophy-Klasse, wo dann auch eben als Bedingung ist, dass das Auto quasi im Auslieferungszustand fährt. Okay, also es gibt die GT3 Klasse noch da drüber. Genau. Da ist es zum Beispiel, wo die M4s und so mitfahren. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen Technik gucken hier. Und mal gucken, ob wir den Hopper auch noch treffen. Das Marcel, bist du aufgeregt? Nee, ne? Nicht ganz. Gar nicht. Noch müde. Du fährst gleich hier ersten Turn, oder was? Ja, ich hab's auch gehört, ja. Achso, hast du jetzt gerade erst gehört? Also ja, gestern Abend. Ist das auch so, dass hier spontan was umentschieden wird immer? Nein, das, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Firma schon vorher gesprochen wurde. Aber ich hab's gehört. Unser bester Mann muss den Start fahren. Ja, okay, danke schon. Du sollst die Bremse schonen, wurde uns gesagt. Ja, ich hab das mitbekommen. Ich durfte sie gestern schon einbremsen. Wie viel 24-Stunden-Rennen bist du schon gefahren? 14. So ein bisschen Erfahrung, ja. Minimal. Was war bisher dein liebstes Auto? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Neben denen natürlich den 901. Ist echt so, dass das Porsche schon so das, was am meisten bockt hier so? Ja. Es ist natürlich der Vorteil bei den Autos, man muss nicht nach hinten gucken. Also man guckt halt nach vorne. Bei kleinen Autos, wir haben früher auf den 1300er Suzukis gefahren, Honda, dann hat man eher nach hinten geguckt. Aber bei den Autos kommt natürlich von hinten nicht nur nach vorne. Immer so ein paar GT3s kommen, okay, aber im Normalfall kommen von hinten nicht viel. Wir hatten eben gerade schon die Frage, wie viel der 902 besser als der 901 fährt. Wie ist deine Fahrermeinung dazu? Das streiten sich die. Also der fährt deutlich schöner. Mhm. Ich tippe, dass er so 5-8 Sekunden schneller ist. Mhm. Vergleichbare Auto Cup zu Cup. Auf der großen Nordschleife jetzt. Und auf dem Grand Prix Kurs? 3, 2. Echt so viel? Schätze ich mal. Boah.
Was ja, also es liegt immer an der Abstimmung. Ja, ja, klar. Es, die ersten Autos, die gefahren sind, waren eine Sekunde bis anderthalb schneller, so wie ich das gehört habe. Die haben die gegeneinander gefahren. Obwohl ich glaube, dass sie, wenn man die weiterentwickelt und immer mehr Setup macht, dass man dann schon schneller ist. Jetzt bist du ja bei euch im Betrieb eigentlich auch, ich sag mal, Mechaniker und recht tief in der Technik drin. Bringt dir das jetzt was in dem Rennauto was? So in Bezug auf Abstimmung, Setup und so weiter, dass du gleich sagen kannst, lass mal das und das und das machen? Das sind halt Unterschiede. Ein Straßenauto stimmt man anders ab wie ein Rennauto. Aber grundsätzlich ist ja die Änderung, die ich an so einem Auto vornehme, auch auf ein Straßenauto umzuswitchen. Also man kann jetzt halt sagen, man macht den härter, dann macht er das Gleiche. Allerdings gut, jetzt Slickreifen ist ein ganz anderes Fahren. Ja, aber wie gesagt, man kann halt viel mitnehmen. Das ist auch die Erfahrung, je mehr ich mache, je mehr lerne ich auch. Und was ich mir immer die Frage stelle, wie macht ihr das als Fahrer mit Schlafen? Gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wann du dich hier irgendwo ins Bett legst? Wenn du müde bist. So. Ja, aber, ja, aber nein, aber in der Nacht fahren im Normalfall die Fahrer Doppelstints. Da kann man ja ungefähr zweimal die 8 Runden oder 9, je nachdem wie wir die Taktik legen. Dann hat natürlich der Fahrer, der gerade aussteigt, ein bisschen Ruhe und hat dann oben im LKW Betten. Ich weiß nicht, ob ihr die schon aufgebaut habt, können wir gleich mal hingehen. Da legt man sich halt hin. Gibt es eine Mindestrundenzahl, die man als Stint immer fahren muss, als Fahrer? Oder kannst du sagen, ich fahre 2 Runden und komme wieder rein? Ja gut, man muss eine Mindestzeit fahren über das ganze Rennen. Ich weiß nicht, wie viele Runden das jetzt sind, aber man muss, glaube ich, irgendwie 16 oder 18 Runden fahren. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt in einer Runde keine Lust mehr habe, kann ich reinfahren. Also schwierigste Zeitpunkt ist morgens, was meine Erfahrung ist, morgens ab 5, halb 6, wenn dann diese Phase reingehen, wenn dann wird es langsam hell, rund um die Strecke wird es ruhiger, man ist nicht mehr so, man ist dann irgendwo in so einem Rhythmus drin. Das war immer die schwierigste Zeit. So in der Nacht ist natürlich extrem geil. Überall Lagerfeuer, das Auto, die Lichter, das pusht einen noch mehr. Aber wenn man dann nachts geschlafen hat, steht dann morgens auf und muss dann ins Auto und so 5 Uhr, 4, 5, 6 Uhr, das ist die schwierigste Zeit. Fährst du lieber nachts oder tagsüber? Das ist egal. Ist egal. Nachts macht super Spaß. Also jetzt im Nachttraining das erste Mal mit dem Auto ist natürlich mega. Man kommt auf die Kurven. Die Bremspunkte erstmal zu finden im Dunkeln, aber das ist... Ist das das gleiche Licht wie beim Serienauto oder viel, viel besser? Viel besser. Wir haben Zusatzscheinwerfer vorne in der Stoßstange, das ist viel breiter nach außen geleuchtet. Wir achten ja nicht darauf, ob wir einen Gegenverkehr, wir haben keinen Gegenverkehr, sondern wir leuchten die ganze Strecke aus. Also das ist schon mega. Stellen mir auch Nachtfahrten extrem interessant vor. Weil ich finde das hier, wenn wir in der Box standen und euch beim Training beobachtet haben und du siehst die Onboard-Aufnahmen, wie du da mit Lichtflackern, kommt da einer hinten angeschossen, das muss ja Stress pur sein. Das aber geil. Das Problem ist beim Nachtfahren, da sieht man halt, wer kennt die Strecke, wer kennt die Strecke nicht. Und was halt schwierig ist, wenn von hinten ein Auto kommt, die blinken ja alle. Es ist immer nur hell, hell, hell und alles ist am Blinken. Und man muss sich halt mega konzentrieren, was kommt jetzt von hinten. Kommt jetzt wirklich ein Schneller oder ist jemand irgendwo hinten am Blinken? Man sieht dann voll Blinklichter und man weiß gar nicht, kommt er jetzt, kommt da nichts. Das ist halt das Schwierige, das muss man irgendwo sortieren. Wie viel sind die GT3 Autos nochmal schneller? Oh, ich denke so 15 Sekunden. Boah, 10 bis 15 Sekunden. Okay. So. Also die Top-Autos. Müsst ihr denen dann Platz machen oder müssen die um euch rumfahren? Das kommt drauf an. Also im Normalfall ist man ja schlau, an der Stelle Platz zu machen, wo ich wenig verliere und der wenig verliert. Es gibt natürlich Fahrer, die im Ego gekränkt sind, wenn man überholt wird. Ja. Die machen einem die Tür zu, obwohl sie nicht in der Klasse fahren. Ist natürlich dämlich. Aber im Normalfall ist man eigentlich schlau, wenn man an Stellen so Platz macht, dass die Schnellen vorbeikommen und ich wenig verliere. Das ist halt das A und O auf einer Runde, was man, ja ich sag mal, da darf man dann viel verlieren. Sind die GT3s auf der Geraden auch schneller oder nur in der Kurve schneller? Auf der Geraden sind wir sogar schneller. Schneller wir, ne? Wegen Aerodynamik und so weiter. Genau, wir haben eine super Aero und könnten die theoretisch wieder zurückholen auf der Geraden. Windschatten könnte man GT3 überholen. Hey. Wollen wir ein bisschen Technik gucken? Ja, und das Auto zeigen, was sie bewerkstelligt haben in 4,5 Stunden. Was ihr zusammengebaut habt. Nee, nein. Du warst mit Gummihammer unterwegs? Nein, das will ich hier ausblenden. Das hat das Team Müllner gemacht. Ja, alle zusammen, alle aber Karosseriebau. Haben alle geholfen. Radio- und Fernsehtechnik. Aber, nein, wie gesagt, das waren alle und wirklich nein. Chapeau in 4,5 Stunden, was sie abgezogen haben. Das muss man wirklich sagen, die Leistung, die verbracht haben mit dem Auto, dass wenn man das gesehen hat, ich habe als der vom LKW abgeladen wurde hinten, habe ich gedacht, das ist gelaufen. Hast direkt zu Hause angerufen, kann Essen warm machen. Genau, ich könnte das Bett machen, ich schlafe zu Hause. Aber wie gesagt, das ist eine super Leistung und das Auto sieht ja bis auf ein paar kleine Bäuerchen aus wie neu. Ja. Selbst die Polierung ist da. Ja. Also ich war total happy. Ja, gute Gummihammer. Ja. Bam! Was denkst du, wie hoch sind eure Chancen in der Klasse? Das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich das Training gesehen habe, wie viel Zeitstrafen schon alle... Die Top-Autos haben alle Zeitstrafen gekriegt. Man muss einfach durchkommen. Das ist ganz schwer zu sagen. Also meistens gewinnen die nicht auf der Liste stehen. Das ist
Das ist ganz kurios. Ja, man muss dazu sagen, hier zum Beispiel in der Top-Klasse GT3 war wirklich im Qualifying 2, weil die BMW ist sehr weit vorne. Hier in der Wittmann ist so, glaube ich, da sogar die Top-Zeit gefahren, 8.14. Und auf einmal, Pole, war es der Ferrari, der 488. Und den hatte gar keiner auf dem Schirm. Und der ist an allen vorbeigezogen mit 8 Minuten 9. Ja, das ist natürlich von denen auch ein bisschen Taktik. Ja, ja, die machen, die kriegen eine BOP, fahren erstmal in allen Trainingssessions ein bisschen langsamer, dann jammern sie alle, dass sie eine schlechte BOP haben und dann, wenn es darauf ankommt, geben sie Gas. Das war aber schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Was heißt das BOP? Die werden angepasst mit Gewicht, mit Leistung und so weiter. Balance of Performance, meine ich. Genau. Das heißt, tun erstmal so, als wenn sie langsam wären, damit das Gewicht rausfliegt. Genau, und dann also wenn man die Rennen vorher dann sieht. Dann finden sie das Gaspedal. Genau, komischerweise. Das lag vielleicht auch nur am Fahrer, dass der auf einmal gesagt hat, da ist rechts das Pedal. Aber das ist aber in der Vergangenheit schon so gewesen. Es gab schon Top-Teams, die bewusst vom Platz 5 gestartet sind und waren nach einer Stunde im Rennen vorne und fuhren allen da weg. Es ist halt alles Taktik. Mhm. Es spielt wirklich alles irgendwie eine Rolle, um das für sich positiv beeinflussen zu können. Ja, auf jeden Fall schon mal, ich drücke die Daumen fürs Rennen. Ihr macht das schon. Jawohl! Jürgen! Einsteigen klappt schon mal. Ja, gelenkig bin ich bis heute. Aber steht hier? So ein bisschen wie hier, wie vom Simulator, so ein Lenkrad. So, ich gehe mal eben rüber, Sekunde. So, erzähl, wie fühlst du dich? Gut. Aber das Ding ist hier nach wie vor wie so ein altes Autotelefon, genau, so ungefähr. Ja, genau. Nokia, weiß ich, wie die hießen. Musst du dran drehen, dann geht Strom. Wo will's her? Also, du machst erstmal hier die Zündung ab. Dann fängt alles an zu leuchten irgendwann. Junge, hör mal ein Display hier. Ja. Das ist für mich so ein bisschen also, wie ein. Als erstes, wenn du angeschnallt bist und bist im Auto drin, schaltest du die Fahrer-ID um. Das heißt, Fahrer 1, 2, 3. Und 1. Also, wer jetzt auf meinem, weil ich 1 habe, wer jetzt oben in der Scheibe blickt, dann mein Name. Und in der Zeitnahme wissen die, ich sitze im Auto. Mhm. So, dann. Die 5 ist Helme? 5 ist Helme. Schön wär's. Könnt ihr euch teilen, die 5. Aber geiles Display, Alter. Ja. Vor allem auch schon so von der Farbe her so, dass ich mir vorstellen könnte, dass das im Dunkeln nicht so krass blendet, ne? Du kannst das sogar hell und dunkel stellen, aber das ist jetzt so perfekt eingestellt für die Nacht. So, oh, Philipp, ab geht's, Alter, Düsseldorfer Kühl, komm. Im hellen Freitag. Kann man den Sitz vor und zurück schieben? Genau, den kann man hier an der Seite hoch und runter machen. Wie gesagt, hier ist ganz normal in der Startknopf. Jetzt haben wir Zündung und alles an. Jetzt könnte man hier starten. Ja. Kupplung ist nur zum Anfahren. Also das ist eigentlich... Ja, und dann halt schalten, hoch, runter. Wie gesagt, alles ohne Kupplung, dann durchziehen, fertig. Was bei dem Auto jetzt neu ist, im Gegensatz zu dem alten, man hat halt die Möglichkeit, hier über das Lenkrad alles einzustellen. Das ist jetzt ABS. Dann kann ich hier über den Drehknopf, also hier so, wenn ich dann... Ich habe eine Schuhe drauf, den Ton. Das wäre jetzt ABS, Traktionskontrolle, das ist Ansprechfall. Das sind halt viele Faktoren, die kann man ändern während dem Rennen. Das geht relativ schnell, aber was dann... Okay, also wir haben ABS, Traktionskontrolle, Dimmen ist das Display. Ist die Display-Dimmung und das ist das Ansprechverhalten nochmal von der Gasannahme und sowas. Das kann man dann alles ein bisschen anpassen, aber das bleibt im Normalfall so. ABS macht man natürlich je nach Wetter abhängig oder halt Reifenverschleiß, wie hoch ist rutschig und so weiter. Traktionskontrolle auch, kann man dann auch halt anpassen, 3, 2, 1 oder auch ausschalten. Wie fährst du zum Beispiel hier immer? Mit einem guten Reifen ABS 2, Traktionskontrolle 2. Das ist meine Einstellung. Mit einem guten Reifen, wenn er hinterher anfängt abzubauen, ist natürlich klar, je mehr durchdrehende Reifen man hat, je höher geht die Temperatur, dann nehme ich das schon mal über ABS und über die Traktionskontrolle runter. Aber ABS ist nur das Regelverhalten oder was heißt ABS einstellen? Ein ABS ist eigentlich genau beim Reinbremsen wie ein typisches ABS beim Auto. Nur das spricht halt extrem feinfühlig an. Man merkt das teilweise, je nachdem wie hoch man das hat, merkt man es erst kaum. Und man kann dann halt einlenken und trotzdem noch reinfahren. Weil sonst hat man ja stehende Räder. Also wenn man das jetzt ohne macht... Hat echt so ein bisschen was von PC-Lenkrad hier. Ja. Gut, dann hast du halt Radio, Funk, Flasher, Pit Limiter. Dann kann ich... Musst du den halten oder nur einmal drücken? Einmal drücken. Ich drücke hier einmal und dann fährst du 60. Und wie geht er dann wieder weg, wenn er ein Gas gibt? Wieder drücken. Okay. Und was heißt hier Brake Bias da unten?
Genau, das ist die Bremsbalance, die wird über das Rädchen hier verstellt, da hinten das rote. Das hier, ja. Genau, da kann man die verstellen und verstellt man halt auch sehr oft während dem Fahren, wenn man am Ende vom Stint mit abgenutzten Reifen fährt. Okay, das heißt wirklich, dass du während des Rennens tatsächlich hier überall dran rumdrehst. Kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, das sind so, das ist ein Flasher, der blinkt dann dreimal, den braucht man am meisten. Gibt es da ein Reglement zu, wie auf der Straße, wie oft du das machen darfst? Nein, oder? Bis der Finger wehtut. Wundert mich, dass er noch nicht so dauergeklebt hat. Ja, der wird immer erneuert. Das ist halt immer da, wenn man nicht weiß, wo man ist. Das sieht geil aus. Wenn man mal, ja, aber kann man da ernsthaft drauf gucken? Nee, ne? Nein, also beim Rennen machst du es eigentlich nicht. Wie gesagt, das ist unser Hauptdisplay, dass du weißt, welchen Gang. Dann hast du hier die wichtigen Sachen halt, Temperaturen. Aber man muss dabei sagen, sollte jetzt ein Kühler kaputt gehen und die Temperatur hochgehen, dann fängt eine Alarmlampe an. Und wenn die am Leuchten ist, weißt du, okay, es ist irgendwas. Ja. Also wenn was ausfällt an Sensoren oder an der Elektrik, wie beim normalen Auto, wenn die Lampen halt im Display angehen, geht hier auch eine Alarmlampe an. Sympathisch finde ich hier das Auspuffzeichen da unten drin. Ja, kein Auspuff drunter ist das. ja, hier ist ein Licht, Fernlicht, also einmal drücken ist Normallicht, länger drücken ist Fernlicht, Rain, Nebelschluss, das ist hier, wie wir gestern gewechselt haben. Benzinpumpe haben wir zwei, glaube ich, kann man ein- und ausschalten, dann ist hier einmal volle Brause, müsste jetzt eigentlich Luft rauskommen. Ja. Achso, Lüfter, okay, hat nichts mit Motorlüfter sein. Nein, das ist Ding und dann für das ist Scheibe und einmal das ist Scheibe. Ja, das ist original so ein bisschen echt wie so ein Simulator hier, ne? Weil das alles so genau spacig gemacht ist. Das ist Traktionskontrolle dann für Wet und das musst du so lassen, sonst kommen wir gleich. Wo waren nochmal die Blitzer? Ja. Sieht so geil aus. Gearbox ist Marcel's das dann noch? Lieblingsknopf hier. Ja. Gearbox ist, wenn jetzt mal ein Problem ist, die hat sich aufgehangen, kann man da drüber so eine Art Notreset reinmachen. Das knallt dann irgendwas, dann legt ein Gang rein, aber glücklicherweise bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Ah, selbst die ist aus Makroloni, ne? Ja. Krass. Ja, sonst, wie gesagt, oben, das will ich hoffen, dass wir das nie brauchen unterm Dach. Das ist, wenn mal was passiert, dass der Arzt von oben das Dach mit zwei Schrauben rausmacht, dann kommt er an den Fahrer dran. Ist das eine Vorschrift ab einer gewissen Klasse? Genau. Das sind diese Schnellverschlüsse, die geben Schraubenzieher auf und dann kannst du das Dach abnehmen. Darfst du auch nicht zukleben, das müsste eigentlich auch ausgeschnitten werden. Ja, dann meinst du, hier passt man oben so durch? Nee, aber dann kann der Arzt an den Kopf dran. Ah. Und dafür ist das da. Verstehe. Damit die dich irgendwo, ja. Aber da wollen wir nicht drüber reden, das wollen wir nicht wissen. Wir brauchen so ein Auto. Wir brauchen so ein Auto. Ja, wie gesagt, das war eigentlich schon fast alles, was wir hier am Wochenende... Ja, geil. Ja, also wenn man hier so drin sitzt, hat man auf jeden Fall Bock direkt loszuballern. Das ABS auf 3, dass das ein bisschen Sicherheit noch hat. Ja. Bremsballons fange ich so mit 3 an, geht man dann auch je nachdem beim Fahren irgendwo hin. Aber ABS auf 3 gegenüber ABS auf 1 heißt, dass es... Was ändert sich da? Ja, das Ansprechverhalten. Also wenn jetzt nass ist, gehst du höher, dann spricht das eher an, ist ganz, ganz feinfühlig. Ja, krass, also man kann wirklich einstellen, wie stark du bremst, dass es einsetzt. Genau. Übertrieben gesagt. Genau. Das ist, wenn du jetzt im Nassen, willst du ja, dass das Auto so schnell wie möglich in die Kurve gebremst wird, aber dass das ABS dich dann trotzdem noch auffängt. Das heißt, du willst ja mit Bremse in die Kurve einlenken. Mhm. Und das regelt das. Krass. Merkst du auch unter dem Fuß, dass du jetzt im Trockenen dauerhaft im ABS fährst? Ja. Echt, das ist echt so. Ja. Das heißt, ohne wäre schon echt schwierig zu fahren. Ist nicht so wie beim Straßenauto, dass das wirklich alles am Rattern ist. Ja, also beim Straßenauto merkt man ja im Pedal, wie alles richtig extrem rattert. Ja, ja. Bei dem Auto ist das wirklich ganz feinfühlig. Aber man fährt trotzdem drin. Du merkst es, wenn du drin bist, aber nicht... Ich hätte immer gedacht, dass das mit Slicks dann irgendwann, wenn die auf Temperatur sind, ist das so, dass man einfach voll reinnimmt, was die Bremse hergibt und man gar nicht in dieses ABS kommt. Ja gut, aber der Slick ist ja auch am Ende irgendwie. Irgendwann ist die Physik da, dass auch er nicht mehr greift. Also so, jetzt gleich geht's ins Training, oder? Ja, ich glaube, das freie Training fahren wir heute nicht. Das Material schon und kann sein, dass wir eine Rollout-Runde machen, aber ich bin schon schnell genug. Sollte reichen. Ja, mega, so, ich zwinge mich jetzt hier wieder raus. Ja. Und jetzt gibt's hier einmal Boxengasse. Ja.
die Ruhe vor dem Sturm hier. Und ich glaube, das ist dann hier nämlich so ein GT3-Auto. Das sieht man nämlich fahrwerksmäßig gleich nochmal ganz was anderes. Wände ist anders, alles anders. So, jetzt gibt es mal den echten Sound hier. Gibt's den Calibra. Geil, wie nah man hier ran kann, ne? Wir haben uns mal hier so Media-Westen besorgt. Und jetzt können wir hier richtig nah mal ein bisschen filmen. Jawohl. Zieht es euch rein. Für mich einfach auf jeden Fall der geilste Klang. Porsche hin oder her, alten Autos schon irgendwie geiler vom Klang, ne? Viel. Hat irgendwie noch viel mehr Emotionen. Ja, ich meine, es wird natürlich daran liegen, dass hier immerhin nicht alle Autos gleich klingen, weißt du? Und so im Porsche Cup logischerweise alle gleich klingen. Aber ich finde auch, dass hier irgendwie ein bisschen mehr Emotion ist. Die Autos haben richtig Hass ausgestrahlt. Ah, da kommt der 15er wieder. Doch zur Driftveranstaltung hier. So Leute, zieht euch das rein. Bis eben gerade war hier noch einigermaßen normal und jetzt stürmen wirklich alle auf die Startzielgerade. Ist das geil? Wirklich. Genau deswegen sind wir hergefahren. Zieht euch rein. Einfach überall Menschen. Alles voll. Bis vorhin dachte ich, dass hier nicht so viel los ist, aber das ist ja wirklich krass. So, wir gehen jetzt auch runter in die Startaufstellung. Das wird mal richtig geil gleich. Alle ausgeflogen hier. Ja. Alle weg. Besser ohne Brille. Total, was da draußen los ist, ne? Ja. Eben gerade war hier noch voll entspannt. Alter, jetzt ist hier richtig. Das sind auch die Bilder, die ich so aus dem Internet vom 24-Stunden-Rennen kenne, ehrlich gesagt. Ja, alles ist voll. Alle gehen auf die Strecke, gucken sich die Autos nochmal an, laufen durch die Startaufstellung. Mehr Emotion geht halt als Motorsport-Fan in der Sekunde nicht mehr, ne? Weil ja. So kommst du halt da unmöglich drauf. Aber was ein Wetter! Was ein Wetter! Wie geht's? Sehr gut. Bist du aufgeregt? Ein wenig. Hier steht jetzt die Hammer, eine Dreiviertelstunde Schaffe schon? Ja. Ist ja entspannt mit den ganzen Leuten hier. Ja, das ist total super. Dann ist aber eine Runde Einführungsrunde. Genau. Mit ein bisschen Reifenwarmfahren fertig, das war's aber. Mehr als die eine. Viel Reifenwarmfahren. Die eine Rolle. Ich meine, klar, sind ja immerhin 20 Kilometer hier, ne? Aber ja, die müssen genau rund sein und dann geht's los. Aber schaffst du das in den 20 Kilometern? Wetter ist ja, also da ist Wald, ist ja nicht kalt. Naja, die Bremse, das passt. Muss man halt genau im Mittelding finden. Die Bremse nicht zu heiß zu bremsen. Und das hat den Regenreifen, falls du noch anfängst zu regnen? Genau. Die nimmt man mal vorsichtshalber mit. Die nehmen wir mit. Das heißt, falls es anfängt zu regnen, hier direkt nach drauf? Genau. Es könnte ja jetzt theoretisch eine von den Wolken Regen abschmeißen, was nicht gemeldet ist. Aber hier oben ist ja, kann noch hageln und schneien. Ja. Dann haben wir die mal vorsichtshalber da stehen. Ja, das ist hier das Werk, ne? Karosseriebau. Birgit. Nein, nicht nur ich, aber unter anderem.
ja, also, ich sag mal so. Das Problem war Doppelwand, nicht? Ich musste da halt irgendwie so rein und versuchen rauszuhebeln, dann war alles ein bisschen schwierig. Ich habe ihn noch nie körperlich hart arbeiten sehen. Das ist über den Tierarzt. Ja, aber wie gesagt, am Ende muss funktionieren, ne? Aber haben die mega gemacht, die Jungs, ehrlich, kann man nicht anders sagen. Du musst dir ja vorstellen, das ganze Heck, alles war kaputt. Vorne, Seite, die Tür ging ja gar nicht mehr. Ist auch eine neue Keine Tür. Neue Tür auch? Ja, selbst hier, genau, hier. Wie ist es, ne? Komm mal ran. Hier war alles komplett geknickt, das wurde alles wieder gerade gemacht, dass die Tür auf und zu geht. Also das haben die mega geil gemacht, die Jungs. Gestartet wird ja aber stehender Schaden. Aber das heißt, die ganzen GT3-Autos stehen jetzt da vorne? Wir stehen in einer Reihe vor uns. Wir sind zweite Startgruppe, dritte Reihe, glaube ich. Ja, aber das heißt, das geht jetzt... drei Minuten oder zwei Minuten vor uns. Und da vorne, bis in die Kurve, sind die GT3s. Und dann kommen wir. Ah. Und dann kommen die... Das heißt, wir fahren Einführungsrunde alle zusammen, aber dann wird mit Versatz. Die alten E fahren ja gleich los, dann warten die 2-3 Minuten, dann fahren wir los wieder 3 Minuten. Interessant wird es dann so ab Runde 4, 5, wenn dann die Schnellen auf die Langsamen auflaufen. Aber das hat sich dann meistens auseinandergezogen. Also das Feld wird gleich beim Start schon künstlich sortiert. Erstmal. Da gibt es zumindest 2-3 Runden. Erstmal die ganz Schnellen vorne weg und dann kommen die. Wie geht das noch? Ich drück die doch. Danke. Wir haben ja die Position gewechselt, wir sind jetzt doch wieder hier auf dem Balkon und jetzt fliegen die gleich hier vorbei und dann ist fliegender Start. Es sieht gut aus, da geht's gleich los. So, da kommt das PSK und los geht's. Fliegender Start. Ah, geil aus, ne? Weil die ja so richtig eng fahren. So, das war die erste Gruppe und jetzt ist das Coole, jetzt kommen die da gleich vorbeigenagelt, ne? Genau. Gedonnert. Die GT3-Klasse. Quasi die Top-Autos. Ach. Ich war schon wieder Sprit. Einfach brutal. Rein. Aber guck dich mal, wir haben das beste Wetter. Super geil Aussicht. So, einer vorne. Krass finde ist, dass sie jetzt halt 24 Stunden am Stück fahren. Und ich habe überlegt, wie lange eigentlich 24 Stunden sind. Ne? Ja, klar. Und das jetzt durchgehen. Ich stelle mir auch am allergeilsten eigentlich jetzt so dieses Werkstattleben vor. Also in der Box. Weißt du? Wo es ja schon richtig zur Sache gehen wird mitten in der Nacht. Gerade wenn so ein Auto mal kaputt ist, ausfällt. Taktik. Dann unter den Führenden, was da so abgeht mit den Wechseln und so. Genau. Stelle ich mir schon geil vor. Auch taktisch eine ziemlich große Rolle. Reifenwechsel, Sprit. Tankstops, Fahrerwechsel. So, das war jetzt die GT3-Klasse, jetzt dauert es 2-3 Minuten. X. Genau. Dauert 2-3 Minuten und dann kommt die nächste. Ja. So, fünfte Position. Oh, 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 krass. Ist das Witzige definitiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man dann doch das Team und den Fahrer kennt, dann hat man schon selbst am Start so ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Ja, man fiebert mit. Gerade so, die sind ja gefühlt noch mal langsamer gefahren als die erste Truppe. Ne? Das waren ja, keine Ahnung, Meter, nicht mal ein halber Meter. Ja, ja.
So, und witzig ist auch, die hinteren Feld fangen natürlich schon an, so ein bisschen von hinten rein zu beschleunigen, obwohl der vorne schon mal gar nicht Gas gibt. Ne? Genau, ja, die wollen natürlich alle drängeln und pushen und den bestmöglichen Punkt erwischen, um das Auto direkt, wenn es losgeht, nach vorne zu bringen. Geil. Also das muss man einfach mal erlebt haben. Ja, es ist so. Es ist echt so, weil ich finde immer, auf der Kamera kommt das einfach nicht rüber. Wenn du hier stehst, das packt dich richtig. Ja. Sag mal ehrlich, hast du nicht Lust, selber jetzt ins Auto zu steigen und zu fahren? Oh. Ja, wenn ich könnte. Nee, ach, vor allem eine schnelle Runde fahren ist immer noch mal ganz was anderes als ein Rennen zu fahren. Ne? Ja. Das kommt dann ja auch noch. So, das heißt, welche kommt jetzt noch, welche Gruppe kommt jetzt noch hinterher? Jetzt müssen theoretisch noch diese kleineren Gruppen kommen. Ja, genau. Bin gespannt. So, jetzt kommen sie erstmal zurück. Mal gucken, wo Marcel ist. Gestartet war er von Platz 5. Und er ist Platz 6, würde ich sagen. Ein Platz verloren gegen. Das ist der letzte aktuell. Sieht ja nach schon Dacia Logan aus. So, da ist der Führende. So, jetzt müsste hier gleich die H&R-Truppe gleich wieder kommen. Da verpassen sie die besten Runden hier. So, das war's von der Nordschleife, 24-Stunden-Rennen. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das Rennen. Mega geil. Geiles Team. Wir drücken jetzt Marcel, H&R und Grüner Motorsport. Genau. Konrad auf. Konrad auf. Mit dem Lamborghini. Genießen noch ein bisschen die Akustik hier und endlich mal wieder ein bisschen Benzingestank in der Nase. Ah, 3er16 V-Nagel auch nochmal vorbei hier. Geil. Ist immer eine Reise wert, wenn ihr noch nicht hier war. Gönnt euch auf jeden Fall nächstes Jahr das 24-Stunden-Rennen und mal gucken, was bis dahin noch so alles passiert. Ciao.